überlegt, ich mache einen Vlog. Also erstmal. Hello everybody. Ich habe gerade ein paar Vlogs gesehen und dachte mir so, ich habe voll Lust wieder zu vloggen. Deshalb mache ich jetzt einen Uni-Vlog. Leute wissen hier, dass ich das YouTube habe. I guess they're gonna know now. Wir hatten gerade Meloni 2 und 3D mit meinen tollen Kiwi-Sachen. Ich habe diesmal nicht so viel für die Uni gemacht, weil ich dachte mir so, er wird das Gleiche wahrscheinlich sagen, ob ich jetzt mehr oder weniger mache. Und deshalb mache ich einfach weniger, weil dann muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich viel Arbeit in was gesteckt habe, was er dann eh fand. Anyways, jetzt gerade zeichne ich. Das ist ein bisschen hässlich, ich weiß. Ja, das ist auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Bei dem hier muss ich jetzt Fell zeichnen. Das hier habe ich schon gemacht, auch ein bisschen hässlich. I don't really care. Ich will nämlich jetzt an die Uni mit ein bisschen mehr von den Gedanken rangehen. Ich werde eh bestehen, deshalb werde ich mich nicht so stressen. Genau. Das ist jetzt ein Uni-Vlog, nur weil ich Spaß habe, das zu machen. Und ich werde, glaube ich, nicht so viel schneiden, weil ich keine Lust habe zu schneiden. Und noch mehr Zeit in meinem Computer zu verbringen. Aber es ist eher so für meine Family, damit die wissen, was ich mache. Und damit ich später darauf zurückgucken kann. Let's go. Das ist ja ein Lieber. Das ist ja übel süß. Hier auf der Toilette liegt das einfach aus. Auf der Mädchen-Tomate. Look who's there. Was? Oh Gott, das ist so deins. Hallo. Hallo. Das ist ein Schaf. Mit der esse ich immer. Ja. Ich habe ja schon gegessen. Ich auch. Ich hatte auch noch ein Butterbrot. Ich hatte auch nur ein Käsebrot. Aus dem Sekretariat. Schmeckt es? Das sieht aus wie so ein Haferblock für so Gefängnisleute. Willst du es probieren? Ja, schon. Danke. Ja, geht ja voll. Also ist jetzt nicht die Konsistenz. Ja, okay, die Konsistenz ist ein bisschen hart. Knusprig. Staubig. Glaube ich trotzdem. Guess what? Was meine Mitbewohnerin daran gemacht hat? Kuchen. Kekse. Achso, die Dose. Buh. Buh. Ich habe meinen Tee schon ausgetrunken. Meloni hat eben zu Kaki Kaki gesagt und alle haben angefangen. Also ich habe angefangen zu lachen und dann, weil ich gelacht habe, haben alle anderen. Was berichten Sie heute? Meine Hände sind trocken. Okay. Was haben wir jetzt? Foto. Oh, dein Lieblingsfach. Ich habe heute überlegt, ich mache einen Vlog. Mit wem? Tageslicht ist, aber quasi Tageslicht. Was hast du da? Meine Laufkappe. Oh mein Gott. Wow. Mal sehen, ob wir es fotografiert bekommen. No. Kamera. So also ungefähr die gleiche Ausrichtung, nur ein Raum weiter. Ja, weil es nicht so viel Gerüst ist. Ich mache nicht das richtige Auge. Also ich erkenne ein E. Ein E. Ein E. Warum? Also willst du irgendwas sagen? Oh Gott. Das ist Stefan, unser Fotografie. Was du gerade machst, Professor. Ja, was willst du, dass, was die Welt wissen soll? Die Welt, auch das. Oder bei deinen Kollegen, so ein bisschen kostet. Ja, also die Kollegen sind alle super nett. Ne, meine ich ernst. Und super ernst. Ja. Ich fühle mich total wohl. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Okay. Ich schwöre. Ich habe mir meinen Finger geschnitten. Oh, wir haben Pflaster. In jedem Raum. In jedem Kommen Raum. Kommen Sie zur HDA. Fachhochschulbereich Gestaltung. Weil ich mir dachte, ich muss mit
Bahn fahren, weil es geschneit hat. Heute hat es geschneit schon? Ja, heute Morgen. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten ein Auslandssemester in Australia. Das habe ich auch schon überlegt. Wenn wir ein Auslandspraktikum machen. 2 Sekunden. Du, oh. Okay, jetzt zuklappen wieder, ne? Mhm. Jetzt habe ich hier mein Foto in meinem Käsekarton. Und jetzt gehen wir damit in den Brotraum. Ah, da seid ihr. Also, geht jetzt nach rein. Also, erstmal, wir sind im Rotlichtraum. Wir haben gerade verschiedene gemacht und jetzt. Das ist unser Bild. Man sieht gar nichts. Du musst wirklich mit Blitz fahren. Ja, aber dann sieht man das Rotlichtzeug gar nicht. Du kannst ja zusammenschneiden. Aber so kannst du das Foto besser filmen. Sieht voll cool aus. Sieht total futuristisch aus. Wir haben dich gefragt, ob wir es so für uns machen wollen. Bitte nicht bewegen. Thank you. Das ist ein Bild von denen, was wir gemacht haben. Übelst cool. Übelst. Bei mir ist übel, weil ich das Bild so cool finde. 2 Varianten. Aber ich muss sagen, ich finde das erste besser. Welches ist das erste? Das, das ja. Jetzt sind wir mit Melanie im Rotlichtraum. Melanie, was hast du zu sagen? Wir entwickeln Fotos. Haben wir noch unser letztes Foto, was wir jetzt hier aus dem Fass rausnehmen? Und dann das hier reintun. Jetzt können wir den Blitz anmachen. Oh mein Gott, das sieht voll cool aus! Das ist wild. Ist das bei Schwenk? Ich will meiner Mutter zeigen, dass unsere Uni nicht wie eine normale Uni ist. Und dass hier einfach gerade unser Klassenraum Raum ist. Das sind unsere Kameras. 40.000 Euro gekostet. Hältst du aus? Oh, wo ist Sephora, Leute? Okay. Excel. Lilly, hast du etwas zu sagen? Die sind aber schön. Die Bilder sprechen für sich selbst. Wie geht's dir? Supi, ich habe gerade einen Croissant gegessen. Hast du irgendwas zu sagen zu der heutigen Fotostunde? Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Spaß? 10 von 10? Ja, auf jeden Fall. Okay, du? Aber ich bin jetzt auch gerade ein bisschen hier. Okay, was sagst du? Bewertest du den Spaß? 11 von 10. Du bist schon? 11 von 10. Du? 20 von 10. Du, oh, Schleimer. Du, Lilly? Jetzt gibt es bei mir jetzt natürlich wieder 10 von 10. Und du, Stefan? Spaß? 100 von 10. Prozess. Wow, wie cool, nehmen wir dein Handy weg? Oh mein Gott! Wir machen jetzt Uni-Sachen. Antonia ist in meinem Zimmer am Lernen. Vlog-Time! An Vlog. Und da oben habe ich gerade Sachen gemacht für unseren Adventskalender, weil ich mache 4 Geschenke für sie, 4 für mich, 4 für Momoko. Naja, wir machen jede 8 Geschenke. Und jetzt gerade, ich weiß nicht ganz, ob es ihr gefallen wird, aber werde ich Tomoko eine Kette, ein Armband hier mitmachen. Keine Ahnung, trägt Moko überhaupt Armbänder? Sie hat so wie ich so. Ah ja, stimmt. Dann kann ich es machen. Tschüss, tschüss. Hallo. 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 Oh, dafür sind farblich matchend. Oh ja. Wir essen das ganze Popcorn auf, bevor der Film überhand fängt. Wolf, gucken gleich Tribute von Panem. Wie heißt das überhaupt bitte? Ja, der neue Abend. Erstmal schon das Mädchen, dich, das bei dir wir uns so kennengelernt haben, ein bisschen getroffen. Ja, die haben wir uns jetzt mal getroffen, als wir uns getroffen haben. Mhm. Susi. So weird. Everything happens for a reason. Mhm. Und das ist so. Und ein Zeichen vom Universum, so alles läuft gut. Was ist da gerade ein bisschen passiert?